deines Po-Muskels, des Gluteus Maximus. Und das ist gleich aus zweierlei Gründen sehr, sehr wichtig. Erstens ist ein schlaffer Po-Muskel äußerst unschön anzusehen in deiner Hose. Und zweitens führt ein zu schwacher Po-Muskel oder ein... Gluteus Maximus, bla bla bla. Der Typ da drüben geht mir so krass auf den Senkel mit seinen Bauchbeinen und Po-Übungen. Ich weiß doch, welchen Muskel ihr tatsächlich sehen wollt. Den da. Und ich zeige euch gleich, wie man ihn richtig dehnt. Aber erstmal ziehe ich mir was anderes an. So, da bin ich wieder. Wie schon gesagt, geht es in diesem Video um die Dehnung des Musculus Biceps Brachii, eines Beugers im Ellbogengelenk und Schultergelenk. Und wie immer starten wir zuerst mit der Funktion, dem Ursprung und Ansatzverlauf, damit du überhaupt verstehst, warum wir das Ganze machen. Wenn du diesen Teil überspringen willst, dann blende ich dich hier wie immer die Zeitmarke ein. Aber du bist dann selber schuld, wenn du nicht verstanden hast, warum wir den Muskel überhaupt dehnen, welche Probleme ein verkürzter Muskel überhaupt macht und warum ein verkürzter Muskel Bizeps-Sehnenreizungen verursachen kann und wie du das im Voraus auch schon an der Körperhaltung ganz leicht erkennen kannst. Das alles wird am Muskelursprung-Ansatzverlauf deutlich. Aber wenn dich das nicht interessiert, dann spring bitte weiter. Ansonsten komm mit. Der Musculus Biceps Brachialis hat wie gesagt zwei Köpfe, einen langen Kopf und einen kurzen Kopf. Fangen wir zuerst mit dem langen an. Der Ursprungsbereich des langen Bizepskopfs ist hier am Tuberculus supraglenoidale, dem oberen Rand der Schulterblattgelenkspfanne des Oberarmkopfes hier. Und die lange Bizepssehne des langen Bizepskopfs verläuft hier im sogenannten Sulcus intertubercularis. Das ist hier diese Grube. Man kann das hier ganz gut erkennen, dass die Bizepssehne hier ganz gut ihren Platz findet und verläuft dann hier runter in den Muskelbauch, verjüngt sich zusammen mit dem kurzen Bizepskopf zu einem Muskelbauch und setzt dann hier an der Speiche, da wo die blaue 19 ist, an. Der kurze Bizepskopf, schon eben gerade erwähnt, kommt hier vom Rabenschnabelfortsatz. Der Rabenschnabelfortsatz ist wiederum so eine knöcherne Ausformung vom Schulterblatt selbst und verjüngt sich dann hier zusammen mit dem langen Bizepskopf zu einem Muskelbauch und setzt dann ebenfalls hier in einer Sehne an der Speiche an. Funktion dieser beiden Muskel ist einerseits eine Supinationsbewegung der Hand des Unterarms, das heißt die Handfläche zeigt dann so nach oben, eine Beugung im Ellbogengelenk und eine Beugung im Schultergelenk. Und die zusätzliche Funktion des langen Bizepskopfes ist durch diesen Verlauf hier und durch diese Grube, diesen Sulcus hier, dass der lange Bizepskopf den Oberarmkopf hier in der Schulterblattpfanne stabilisieren kann. Er gibt ihn so in gewisser Weise Führung, drückt ihn da rein. Der kurze Bizepskopf wiederum, wenn dieser Kopf verkürzt, kann er das Schulterblatt in so eine schlechte Körperhaltung reinkippen. Das heißt, das Schulterblatt kippt dann so. Und das wiederum kann allerdings für den langen Bizepskopf, besser gesagt die Sehne dieses Kopfes, so ein bisschen zum Verhängnis werden, weil nämlich dann der Oberarmkopf hier so rauspiekst. Na? Das kann man sich ganz gut vorstellen. Wenn hier jetzt noch Belastung draufkommt, wenn man zum Beispiel Curls macht, dann ist es so, als ob die lange Bizepssehne, es ist nicht wirklich eine Felskante, über die die Bizepssehne hier so drüber schabt, aber es ist einfach ein vermehrter Druckpunkt. Und das kann hier dann zur Reizung der Bizepssehne führen, wenn nicht gleichzeitig auch die Muskeln hier, die das Schulterblatt stabilisieren, es zurückziehen, zum Beispiel die Rhomboideen, die Trapezmuskeln querverlaufend, aufsteigend und der Serratus anterior, der das Schulterblatt auch hier von innen dran saugt und festmacht. Wenn diese Muskeln einfach während bestimmten Betätigungen wie Bizepstraining keinen guten Job machen, dann kann hier einfach zu viel Stress auf der langen Bizepssehne landen und das Ganze kann dann einfach gestresst werden. Und ja, wie schon gesagt, der kurze Bizepskopf kann da ebenfalls in diese Haltungstendenz reinarbeiten, zusammen auch mit dem Pectoralis minor. Ich habe das Ganze schon in einem anderen Video genauer erklärt. Der Pectoralis minor hat seinen Ansatzpunkt hier, entspringt von Rippen und kann ebenfalls das Schulterblatt hier so nach vorne ziehen. Deshalb ist es wichtig, bei einer Dehnung dieser Muskulatur, dieser Bizepsmuskulatur, eine vernünftige Schulterblattposition einzunehmen. Das werden wir gleich machen bei den Positionen. Wir werden die Schulterblätter zurückziehen, wir werden die Brust stolz machen, wir werden somit hier eine optimierte Schulterblattposition einnehmen, bevor wir die Arme dann strecken
Und statt hier in der Schulter zu beugen, gehen wir gleich dann in die Extensionsbewegung. Und bei manchen Bewegungen ist auch noch möglich, dass wir in die Pronationsbewegung reingehen können, weil der Bizeps ja, wenn er kontrahiert, eine Supinationsbewegung macht. Das alles werden wir gleich bei den Dehnübungen beachten. Um den Bizeps effektiv zu dehnen, brauchst du für diese erste Übung einfach hier eine Ecke, einen Türrahmen oder wie ich jetzt hier das Heizungsrohr. Bringst deinen Arm in die Streckung nach hinten, Ellbogen ist gestreckt und die Schulter ist gestreckt und drehst die Handfläche nach unten. Das heißt, du machst mit dem Unterarm eine Pronationsbewegung. Dann lehnst du die Daumenseite deiner Hand hier gegen deine Ecke oder Türrahmen, bei mir wie gesagt Heizungsrohr, ziehst das Schulterblatt nach hinten und drehst dich hier vor allem mit der Brust leicht rein. Du kannst hier verschiedene Höhen auch ausprobieren. In der Regel läuft man ganz gut, wenn die Hand so ungefähr auf Schulterhöhe positioniert ist. Und spann den Bauch schön an und halte diese Spannung. Du machst diese Übung nicht falsch, wenn du parallel auch noch eine Dehnung in der Brustmuskulatur spürst. Denn vor allem, wenn du dieses Fehlhaltungsbild hier zeigst mit den gekippten Schulterblättern so nach vorne, dann ist auch nicht unwahrscheinlich, dass deine große und kleine Brustmuskulatur einfach mit verkürzt sind und dieses Fehlhaltungsbild quasi aufrechterhalten. Und dann kannst du einfach mit dieser Übung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Halte diese Position so für ca. 30 bis 60 Sekunden pro Arm. Du kannst es auch bei akuten Bizepsverkürzungen mehrmals täglich machen und natürlich auch täglich und später, wenn der Muskel wieder eine normale Funktionslänge erreicht hat, dann gehst du einfach wieder auf etwas humanere Dehnungen, vielleicht zweimal die Woche, dreimal die Woche oder nach dem Bizepstraining oder Klimmzugtraining zurück. Eine weitere schöne Bizepsdehnung für beide Arme gleichzeitig kannst du im sogenannten Langsitz auf dem Boden machen. Stütze dich dafür mit beiden Armen hinter dir vom Boden ab. Die Ellbogen sind logischerweise jetzt hier von Haus aus gestreckt und versuch die Schulterblätter nach hinten zu ziehen und die Brust rauszustrecken. Brust rausstrecken bedeutet gleichzeitig auch Schulterblätter nach hinten ziehen und die Schulterblätter so ein bisschen auch nach unten ziehen. Man hat gleichzeitig auch eine gewisse Brustspannung hier. Wie gesagt, Pectoralis Major, Minor wird ein wenig mitgedehnt, wobei der Fokus ist ganz klar auf dem Bizeps. Der Kopf wird einfach so in Verlängerung zum Rücken gehalten und halte diese Position. Du kannst gerne auch noch ein wenig Druck mit den Armen so in den Boden applizieren, sodass der Bizeps in seiner gedehnten Stellung auch noch mal ein wenig Spannung entwickelt und lernt, Kraft zu entfalten. Du kannst die Übung auch etwas schwerer machen, indem du deine Füße aufstellst und von hier aus nochmal in die Brücke gehst, den Po dabei schön anspannst, die Position für eine gewisse Zeit hältst oder das Ganze einfach auch Wiederholungen ausführst. Versuch auch hier wieder so eine Belastungszeit von 60 Sekunden zu akkumulieren und je nach Bedürfnis der Dehnung, das heißt, wenn du sehr verkürzte Muskeln hast, musst du diese Dehnung anfangs vielleicht ein bisschen häufiger machen, um so einen Normalzustand zu erreichen. Die dritte Übung gefällt mir persönlich am liebsten. Und zwar handelt es sich dabei nicht wirklich um eine Dehnübung, sondern um eine Kräftigungsübung, bei der du den Bizeps über den vollen Bewegungsradius trainierst. Du brauchst einen Kabelzugtrainer und im Idealfall einen, bei dem du zwei Umlenkrollen unten am Boden fixieren kannst, damit du beide Arme gleichzeitig trainieren kannst. Greif beide Griffe, stell dich mit dem Rücken zum Gerät, mach einen Schritt nach vorne. Und deine Arme starten jetzt hier aus dieser vorgedehnten Bizepsstellung. Die sind hinterm Rücken gestreckt. Und dann führst du von hier aus Wiederholungen aus. Po- und Bauchmuskeln sind angespannt, Schulterblätter sind zurückgezogen, Kopf ist in Verlängerung zum Rücken. Und hier kannst du dann deine üblichen Wiederholungszahlen ausführen, wie sonst beim Krafttraining auch üblich. Vorteil dieser Übung, wenn du direkt von vornherein richtig trainierst, richtig heißt, den Muskel im gesamten Bewegungsradius forderst, dann wird er erst gar nicht kurz. Denn nur falsches Training führt zu verkürzten Muskeln. Ich persönlich dehne den Bizeps gar nicht, da ich bereits in der vollen Länge trainiere, brauche ich keine Dehnung. Der Muskel bekommt bei mir keine Signale zu verkürzen, denn ich fordere den Muskel immer bei jeder einzelnen Wiederholung im vollen Bewegungsradius. Und das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, bei dem das Ganze nochmal speziell betont wird.